Liebe Tier- und Naturfreunde, die Gämse oder Gams gehört zu den Alpen wie Murmeltier und Edelweiß. Nicht wegzudenken aus den Bergen, dieser Ziegenverwandte mit der charakteristischen Gesichtsmaske. Die Gämse ist also angepasst an ein Leben hier in der Höhe. Und hier oben leben kann sie, weil sie es versteht, ihren Teillebensraum je nach klimatischen Bedingungen zu wechseln. Im Winter, wenn hier oben meterhoch Schnee liegt und es vielleicht sehr kalt ist, minus 20 Grad kommen oft vor, dann sucht die Gams südexponierte Talkessel auf, die das bisschen Sonnenwärme im Winter einfangen und wo der Schnee nicht nur abrutscht durch die Steillagen, sondern auch von der Sonne abgeschmolzen wird. Und dann wird ihre Nahrung frei, ihre Winternahrung hier oben. Und das ist im Prinzip ja natürliches Heu, also abgetrocknete Gräser und Kräuter, aber auch die Blättchen und die Stängel und Zweige und Knospen der alpinen Büsche und Bäume. Die Gams ist aber nicht nur hier oben zu Hause, sie gehört genauso in den Bergwald etwas weiter unten. Und im Bergwald erfüllt die Gämse sowie andere Huftiere und Pflanzenfresser auch eine sehr, sehr wichtige Funktion. Dadurch, dass sie kleine Bäumchen abknabbert, hält sie den Bergwald bereichsweise licht und offen. Und wenn die Sonne im Bergwald auf dem Boden scheint, hat das sehr positive Folgen für die Artenvielfalt, die viel zitierte Biodiversität, weil sich dann dort Kräuter halten können, sie können blühen, sie können sich dank Sonnenlicht und CO2 aus der Luft ernähren. Und von den Kräutern leben wieder sehr viele alpine Insekten, Heuschrecken zum Beispiel. Da gibt es ja viele Arten, die nur in den Bergen vorkommen, oder auch Wanzen und Zikaden und die bunte Welt der Bergschmetterlinge. Und von diesen Insekten leben wiederum Eidechsen, der Alpensalamander, die Singvögel der Bergwelt und so weiter. Also das Rad des Lebens und der Kreislauf der Biodiversität ist da auch in den Bergen am höchsten, wo wir ein Mosaik aus Lebensräumen haben und der Wald nicht alles dicht überwächst. Und genau da gibt es einen Konflikt. Es gibt nämlich viele Bereiche in den Bergen, da möchten wir Menschen einen möglichst dichten Wald haben. Wenn etwa unterhalb der Hänge Ortschaften oder Straßen liegen, dann wollen wir oben dichten Bergwald haben, damit nicht Lawinen abgehen und Menschen oder Verkehr unter sich begraben. Und damit dieser Wald möglichst dicht aufwächst, ist es Praxis und zum Teil auch nötig, diejenigen Faktoren auszuschalten, die die jungen Bäumchen fressen und beseitigen. Und dazu gehört auch das Schalenwild und in diesem Fall die Gämse. Niemand weiß genau, wie viele Gämsen bei uns in den Bergen leben. Die Schätzungen für die Bayerischen Alpen bewegen sich zwischen 15.000 und 25.000 Tieren. Fakt ist aber, dass die Gams vor wenigen Jahren auf die Vorwarnstufe der Roten Liste kam, sprich als potenziell bedrohte Art gilt. Und so fordern Naturschützer, wie ich finde, vollkommen zu Recht, dass die ganzjährige Bejagung der Gams in den Alpen eingestellt wird und dass die Gams wieder mehr Ruhe bekommt und es überhaupt wieder mehr Gämsen geben darf im Bergwald und hier oben oberhalb der Waldgrenze. Denn schließlich erfüllt die Gams im Lebensraum Berge eine enorm wichtige Funktion.